Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Spielvorstellung. Wir spielen Pineview Drive. Ist von Biz Games. Haben wir ja gerade gesehen. Ich habe es schon mal versucht aufzunehmen. Bloß da habe ich es immer so zwischen Tür und Angel aufgenommen und das hat mir dann doch nicht so gefallen, was ich da produziert habe. Und jetzt möchte ich euch trotzdem das Spiel vorstellen. Jetzt habe ich mein Mikro gehauen. Mal das Spiel vorstellen, weil ich das eigentlich ganz gut finde. Es ist aus dem Jahr 2014. Das ist schon 5 Jährchen alt. Ist ein Horrorspiel. Ja, und ich glaube, wir starten gleich einfach mal ganz ohne große Umschweife. Also wie gesagt, ich habe schon ein bisschen gespielt oder versucht aufzunehmen. War nicht so glücklich damit. Und jetzt versuchen wir es einfach nochmal. Und ich will euch einfach nur das Spiel zeigen, weil ich das als Horrorspiel total cool finde. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bisher. Vielleicht ändert sich das ja heute. Und deswegen legen wir jetzt einfach los. Wir haben gerade eine Szene gesehen, da wurde wohl jemand verfolgt. Und wir starten mit Tag 1. Willkommen im Spiel Pineview Drive, wie lieb. Benutze die Tasten WASD, um dich zu bewegen und die Maus, um dich umzusehen wahrscheinlich. Ja, wir sind hier angekommen, das ist unser schickes Auto. Gott, sind wir schnell, wenn wir gehen. Und das ist Pineview Drive. Können wir nicht laufen? Okay, Gott sei Dank. Verschaffe dir Zugang zum Grundstück. Finde dazu den Schlüssel zum Tor. Sieht voll schick aus. Ach so, das habe ich gar nicht erklärt bei dem Spiel, ne? Wir haben hier oben diese grüne Leiste. Und jedes Mal, wenn wir uns erschrecken, wird uns ein Stück vom Balken abgezogen. So viel dazu. Also, das Erschrecken soll über Mausbewegungen gemessen werden. Bin da so ein teilweise ein bisschen skeptisch, beziehungsweise habe schon selbst die Erfahrung gemacht, dass ich mich gar nicht erschrocken habe und mir trotzdem was abgezogen wurde. Hier war doch irgendwo der Schlüssel, oder? War da hier hinten? Ja, ist halt nicht so super genau das System. Aber über Mausbewegung, also wenn man zum Beispiel, oder auch wenn man innehält oder solche Sachen, dann wird einem was abgezogen. Bin der Meinung, da lag hier irgendwo der Schlüssel. Vielleicht beim Stein irgendwo da hinten. Vielleicht bin ich schon dran vorbeigelaufen. Das traue ich mir auch zu. Ich habe das Gefühl, dass die Maus ein bisschen zu schnell ist. Müssen wir den Schlüssel suchen. Und ich bin voll blind und sehe ihn irgendwie nicht. Ich bin bestimmt schon zweimal dran vorbeigelaufen. Oder liegt er hier beim Schild? Ach, beim Schild liegt er. Ey, Gegenstände aufzunehmen. Wir haben einen Schlüssel. Unser Auto ist echt schick. Muss ich ja mal sagen, ne? Und das Tor ist offen. Es ist lange her, dass wir gemeinsam hier gewesen sind. Den Erzählungen zufolge hat hier seit Jahren niemand mehr länger als 30 Tage überlebt. Mir bleibt also nicht viel Zeit, wenn ich herausfinden will, was damals mit Linda passiert ist. Ich sollte zunächst einen Weg in das Haus finden. Okay,
Das ist das Haus, wo wir vor 20 Jahren mit unserer Frau Linda gelebt haben. Und Linda ist verschwunden oder ist sie gestorben? Ich glaube, verschwunden. Also, wir gucken uns jetzt erstmal draußen um. Und sammeln. Ich brauche erst eine Taschenlampe, bevor ich Batterien einsammeln kann. Okay. Eigentlich voll das schöne, riesige Anwesen. Aber ich weiß nicht, warum man so ein Anwesen nutzt, wenn man nur zu zweit ist. Ich bräuchte nicht so ein großes Haus. Und man soll hier nicht länger als 30 Tage überleben. Klingt voll übersichtlich, ne? Aber da liegt ein Schlüssel. Bevor wir aber ins Haus gehen, ich glaube, ich werde hier immer sprinten, weil es ist, man läuft so langsam. Gucken wir uns erst nochmal draußen um. Aha. Und viele Statuen. Hallo. Oh, guck. Da habe ich mich angeblich erschrocken. Ich habe mich nicht erschrocken. Ich habe mich nur gewundert, was das für ein Geräusch ist. Ja, gleich schon Balken abgezogen. Ja, beruhig dich. Ist doch alles gut. Da ist nur was kaputt gegangen. Da sind wieder Batterien. Die können wir aber wieder nicht nehmen. Ich kann euch sagen, da hinten steht mein bester Freund. Eine Schaukel. Liegt hier was? Also ist es schon mal ganz gut, wenn man draußen ein bisschen den Bereich kennt. Kann ich euch nur mal so verraten. Deswegen gucken wir uns nochmal um, weil es ist schon ein bisschen her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Ui. Das Spiel mag es hier nicht so. Zumindest, ja, ein Amboss, ne? Wenn man weiß, dass das ein Horrorspiel ist, dann weiß man, dass da irgendwas mit passiert. Oder hin mit der Säge oder so. Oder mit dem Beil. Das wird bestimmt noch ein Spaß hier. So, wir gehen jetzt mal zu meinem besten Kumpel. Dem da. Du siehst super gruselig aus. Ja. Also wenn der sich bewegt... Ist das ein Friedhof? Kann ich hier schon rein? Nee, kann ich. Dann, dann habe ich Angst. Das gebe ich dann zu. Dann habe ich richtig Angst. Wenn sich anfangen, Vogelscheuchen zu bewegen... Dann Vogelscheuchen sowieso eher unsympathisch. Immer voll schön an der Küste. Und da hinten will ich auch hin zum Leuchtturm. Aber an sich finde ich es hier voll schön. Das Anwesen gefällt mir. Nur die Tatsache, dass man nur 30 Tage überlebt, gefällt mir nicht ganz so gut. Guck mal, da ist eine Laterne. Können wir die mitnehmen? Nee, aber hier liegt ein Schlüssel. Kann ich den schon nehmen? Huch. Achso, das wird in dem Spiel auch oft der Fall sein, dass wir Schlüssel suchen müssen. Finden müssen. Können wir hier nochmal gucken, ob hier schon zufällig ein Schlüssel rumliegt? Also wir gehen gleich rein, dann wird uns das bestimmt auch einmal erklärt werden. Hallo. Wir kommen auch noch nicht rein. Eine Batterie. Es ist jetzt halt bei mir auch nicht ganz blind wieder. Es sind gerade die Spiele, die ich diese Woche vorstellte, sind sowieso nicht alle ganz blind, weil die meisten habe ich davon gespielt. Und viel gespielt, aber ich habe sie halt noch nie aufgenommen. Nee, hier liegt noch ein Schlüssel. Ach, lag hier nicht noch irgendwo ein Schlüssel? Oder kommt der erst?
Jetzt habe ich noch gar nicht die andere Seite vom Haus gezeigt, ne? Komm, das machen wir nochmal. Kommen wir nochmal da lang. Wir können Gott sei Dank unendlich sprinten. Und wir sehen, der Balken hat sich ein klein bisschen erholt. Aber ein bisschen... Also, der wird sich nie ganz erholen. Am Tag, den wir spielen. Warum habe ich mich denn schon wieder erschrocken? Ich bin doch gar nicht erschrocken. Darf ich nicht mehr sprinten? Ja, anscheinend darf ich nicht mehr sprinten. Habe ich meinen Faden verloren, weil ich mich angeblich erschrocken habe. Na gut, wir gehen rein. Vielleicht fällt es mir wieder ein, was ich sagen wollte. Da sind die Vögel. Ich wollte gerade sagen, die Schatten sind da, aber die Vögel nicht. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier rein. Voll die Rieseneingangshalle. Die Pforten an der Wand sind ein bisschen... Ich muss versuchen, einen ersten Hinweis zu finden. Okay, legen wir los. Die Engel. Wir müssen auf die Engel achten. Ich habe es beim letzten Mal leider nicht rausbekommen. Guck mal, hier haben wir Kerzenständer. Können wir aber gerade nicht anzünden. Ja, ersten Hinweis. Wo fangen wir an? Wir fangen unten an, würde ich sagen. Und jetzt geht's los. Jetzt müssen wir Schlüssel finden. Licht anmachen? Komm, wir machen schon mal Licht an. Ist immer gut, wenn man Licht anmachen kann. Okay, kein Schlüssel. Und Licht an. Ich bin sowieso ein Lichtfanatiker. Wir müssen halt Schlüssel und Hinweise finden, damit wir rausfinden, was mit unserer Linda passiert ist. Oh, hier liegt noch ein Schlüssel. Dann nehmen wir schon mal ein. Okay. Ich mache immer überall Licht an, müsst ihr wissen. Hier, wir haben Streichhölzer gefunden. Und hier liegt noch ein Schlüssel. Jetzt haben wir schon drei Schlüssel. Aber die Tür scheint an... Also, diese Tür ist anscheinend immer offen. Das sind die Worte, die ich sagen wollte. Verschlossen. Jetzt ausgemacht. Wieder an. Ich habe das Spiel schon relativ hell gemacht, damit es in der Aufnahme nicht zu dunkel ist. Aber es kann sein, dass es hier trotzdem super dunkel ist. Das Spiel wirkt jetzt nämlich gerade bei mir auch ziemlich düster. Und hier liegt auch noch ein Schlüssel. Ich wusste gar nicht, dass man so viele Schlüssel auf einmal findet. Habe ich voll verdrängt. Kann ich spielen? Nee. Hier ist nichts weiter, ne? Geht raus. Okay. Dann geht's weiter. Wir haben ja neuen Schlüssel gefunden, deswegen müssen wir immer gucken, ob wir die Türen wieder aufbekommen. Er passt. Ah, das Zimmer. Erstmal Licht an. Der Spiegel ist ja komisch. Ich hasse übrigens... Ah, ich habe schon 10 Streichhölzer. Ich hasse Spiegel bei Nacht übrigens. Finde ich ganz schlimm. Oder liegt noch ein Schlüssel im Kamin? Der passt auch. Ja gut. Und da war ein Soundeffekt, der mich erschrecken sollte. Ich kann euch sagen, das Haus ist absolut riesig. Hier sind Batterien, aber die können wir immer noch nicht nutzen, ne? Das ist doof. Habe ich es ausgemacht. Mann. Hier, die Ecke ist super dunkel.
hoffe, ihr könnt überhaupt was erahnen oder sehen. Hier kein Licht angemacht? Da habe ich bestimmt wieder ausgemacht. Okay, die Engel gucken immer noch so. Das ist bestimmt das Licht hier für die Halle, ne? Ja. Nehmen wir mal hier das Licht, weil es ultradunkel ist und ich nicht sehe, wo ich hinlaufe. Hier eine Tür? Ja. Verschlossen. Ist auch... Man will das gar nicht glauben, aber wir haben gerade tatsächlich... Habe ich keine Taschenlampe unter L? Oder... Irgendwo gab es mal eine Taschenlampe. Ach nee, die haben wir noch gar nicht gefunden. Ne? Amulus nicht. Ich sehe nichts. Ah, da hinten ist ein Lichtschalter. Warum habe ich mich denn jetzt erschrocken? Nur weil ich im Dunkeln gelaufen bin? Ist hier eine Tür irgendwo? Hier ist eine Tür. Also ich habe gerade das Problem, dass es in meinem Zimmer zu hell ist. Ah, eine Taschenlampe. F, okay. In meinem Zimmer so hell ist und ich gerade selbst nichts sehen kann. Aber jetzt haben wir die Taschenlampe. Jetzt können wir auch Batterien einsammeln. Aber das ist, glaube ich, unser Schlafraum. Und wir haben Batterien. Wir haben ja schon im Menü gesehen. Verschlossen. Okay, dann gehen wir mal zurück. Ah, hier ist wirklich kein Raum. Okay, wollte ich nur mal gucken. Nicht, dass ich an irgendwas vorbeigelaufen bin. Aber hier war doch eine Tür. Ne? Vorne. Verschlossen. Hier war auch verschlossen, oder? Waren hier nicht noch Batterien? Ja. Wir sollen ja einen Hinweis finden. Machen wir jetzt auch. Hier kamen wir, glaube ich, nicht rein. Nee. Kamen wir nicht. Hallöchen! Na, wer hat die Stühle denn hier so hingestellt? Ich bin mir doch gar nicht erschrocken. Weil hier jemand rumpoltert. Angekommen im alten Landhaus. Das macht einen ruhigen Eindruck. Ich erinnere mich. Das habe ich damals geschrieben. Schon sind wir in Tag 2 angekommen. Spielstand wurde gespeichert. So. Genau, hier schlafen wir. Das ist unser Raum. Dann geht's jetzt weiter mit der munteren Türsuche. Wo es weitergehen könnte. Lag hier noch was drin eigentlich? Nö, nur ein Mikroskop, aber das kann man wohl nicht gebrauchen. Wir machen schon mal die Lichter an. Gehen wir unten weiter gucken. Thank you.
Und manchmal droppen die Frames so doll, dass es super ruckelig aussieht. Immer noch verschlossen. Können wir schon mal anmachen. Lag hier noch was rum? Nee. Oh, jetzt steht wieder alles richtig. Oh, da liegen Batterien. Perfekt. Und Streichhölzer habe ich ja schon 10. Weil die Stromverschwendung. Oh, jetzt habe ich sie ausgemacht. Hat hier vielleicht einen Schlüssel? Nee. Ah nee, da sehe ich die Tür nicht. Nee, hier scheint irgendwie auch nichts zu sein. Oder doch? Nö. Ich kann es immer nur weiter probieren. Aber hier war ja auch nichts weiter, oder? Nee. Ja, ein Schlüssel war ja hier schon drin. Na, was knirscht hier so? Habe ich noch gar kein Licht angemacht. Nee, sonst ist ja gerade nichts. Klang gerade so, als würde irgendwie eine Flamme angehen. Wenn wir wohl immer noch nicht reinkommen, weil wir dann noch keinen neuen Schlüssel gefunden haben. Achso, das Spiel ist so nett, falls man sich wirklich nur im Kreis dreht. Hinweise. Mal sehen, ob wir heute schon unseren ersten Hinweis hören. Also ob wir gleich schon unseren ersten Hinweis bekommen. Aber bisher irgendwie noch nicht. Ups.
Hier wirklich nichts? Hier irgendwie nicht, ne? Ey, hör auf, pst zu sagen. Habt ihr es gehört? Da ist immer einer, der sagt immer pst. Ich weiß auch gar nicht warum. Lag hier noch was? Hier eigentlich nicht, ne? Hallo. Herr Flügel. Was haben Sie? Die Streichhölzer konnte ich ja keine mehr. Hier noch was? Dann gehen wir halt wieder nach oben. Und suchen weiter. Vielleicht kriegen wir irgendwann den Hinweis. Aber momentan tappe ich ein wenig im Dunkeln. War da nicht vorhin ein Geräusch aus dem Jagdzimmer zu hören? Das Jagdzimmer, okay, das war unten, glaube ich. Jetzt haben wir den Hinweis bekommen. Ich habe keine Ahnung, was das Jagdzimmer war. Der Dings hat geklappert, ne? Warst du das Jagdzimmer? Hier liegen nochmal Streichhölzer. Du bist nicht das Jagdzimmer, da war ja auch schon was. Dann war es hier hinten. Bist du das Jagdzimmer? Sieht irgendwie nicht so aus wie das Jagdzimmer. Ich glaube, das andere ist eher das Jagdzimmer. Sieht ja auch nett aus. Gehen wir nochmal in den anderen Raum gucken. Weil hier sehe ich jetzt persönlich gerade nichts. Vielleicht habe ich es auch übersehen. Verrückt dort Möbel. Das sieht so aus, weil hier die ganzen Trophäen hängen. Boah, ich hasse Tierfälle übrigens und Trophäen.
Oder ist das Jagdzimmer oben? Dann gehen wir noch mal nach oben. Ich habe bestimmt irgendein Event verpasst oder so. Jetzt kriegen wir den Hinweis nicht. Ich glaube, das Jagdzimmer ist das da unten. Oder ich habe es noch nicht getriggert. Das kann natürlich auch sein. Hier geht es definitiv nicht weiter. Oh, mein liebes Jagdzimmer. Was muss ich denn hier machen? Wir fliegen Vögel durch den Raum. Habe ich hier. Ach, da liegt der Schlüssel. Oh Gott, den habe ich überhaupt nicht gesehen. Okay. Den habe ich echt überhaupt nicht gesehen. Wir müssen jetzt mal kurz ein bisschen im Dunkeln rumlaufen. Denn ich habe kaum noch Batterie. Das kennen wir ja schon. Ich bin ein kleiner Blindfisch. Da hinten? Doch, da ist die Tür. Hier ging es aber nicht irgendwo weiter, oder? Nee. So, dann geht's wieder nach oben und dann, jetzt haben wir endlich einen neuen Schlüssel. Und finden hoffentlich einen neuen Raum. Ah, hier. Den Raum bekommen wir. Licht. Hätte auch gerne Batterie. Liegt ein neuer Schlüssel, aber keine neue Batterien. Das ist nicht so gut. Gucken wir gleich, ob die Tür aufgeht. Nein. Das muss so super dunkel für euch sein. Das tut mir echt leid. Ich habe die Gamma-Werte schon komplett hochgestellt. Aber das Spiel ist anscheinend so super dunkel. Hier war nichts weiter, ne? Nein. Dann können wir wieder runtergehen. Unsere letzte Batterie erstmal aufgebraucht. Klingt echt immer, als würde irgendwas Flammenmäßiges angehen.
Ah, da passt es. Echt? Okay, da geht's noch weiter. Wir sind nur Streichhölzer. Kicke ich dich an? Nee. Oh, da liegt der Hinweis. Aber vorher will ich gucken, ob hier... Sieht aus wie Batterien. Ob wir noch Batterien finden. Da waren Batterien. Okay. Gucken wir mal, was der die zweite Notiz sagt. Wir hatten einen schönen Tag am Meer. Nachts wurden wir durch Geräusche im Haus wach. Ich konnte aber nichts entdecken. Ja, den zweiten Tag haben wir jetzt auch schon überlebt. Gucken wir mal, was Tag 3 bringt. Ich habe voll lange bei Tag 2 gebraucht, das tut mir ein ganz klein wenig leid, aber ich habe es echt nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es was bringt, wenn man dauernd die Spieluhr spielt. Aber ich probiere es einfach mal aus. So, jetzt müssen wir wieder suchen gehen. Wo es weitergehen könnte. Jetzt haben wir halt noch mehr Räume zum Durchsuchen. Ich kann jetzt schon mal anfangen, Licht anzumachen. Das kann ja nicht schaden. Habe ich hier schon das Licht angemacht? Nö. Hatte ich nicht. Mein Auge juckt. Das ist total unpassend, wenn man gerade aufnehmen möchte. Erstmal Licht anmachen. Steht hier nicht irgendwo die Frühscheuche? Ach nee, hier steht... Was war das? Boah, voll gemein. Das war gemein. Ist ja gerade eine Katze gegengesprungen oder was war das? Ist hier noch eine Tür? Nee, doch da. Hab ich nur falsch gedreht. Klingt echt, als würde hier drin irgendjemand immer Möbel verrücken. Hat er nicht gerade schon wieder jemand gesagt?
Er kriegt die Vollkrise dadurch. Okay, dann gehen wir wieder unten gucken. Bis vielleicht irgendwas passiert. Ich weiß jetzt auch nicht, wo es weitergehen sollte, weil der eine Raum, den wir da ja hatten, hier habe ich noch gar kein Licht angemacht. Da ging es ja auch nicht weiter. Irgendwas. Links ist weg. Die Tür ist weg. Hallo? Muss ich irgendwas mit dem Bild machen? Nee. Da! Hallo! Ich habe mich gar nicht erschrocken. Aber gut, das Spiel sagt, ich habe mich erschrocken. Da liegt der nächste Schlüssel. Ja, kriege ich ihn? So. Ich glaube, hier ist es geskriptet, dass man sich erschrecken muss. Nee. Nee, da war auch, glaube ich, keine weitere Tür drin, oder? Kurz nochmal reingucken. Nee, hier war keine weitere Tür. Okay. Das Haus ist halt super verwinkelt. Verschlossen. Dann geht's mal weiter. Auf der fröhlichen Zimmersuche. Oh, war ich hier noch gar nicht drin? Ist auch zu. Dann gehen wir nach oben und gucken dort, ob wir eine Tür aufkriegen. War das eigentlich Linda, die uns da erschienen ist? Oder war das wer anders? Weiß ich gar nicht, ne? Er hat dazu gar nichts gesagt. Ah, hier geht's auf. Oh, da liegen Batterien. Ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Licht, weil es hier super dunkel ist. Oh, das Musikzimmer. Okay. Oh, hier liegt noch ein Schlüssel. Werde ich mitnehmen. Überall die total die uralten. Ach nee, da liegt auch eine Gitarre. Okay, hier geht's nicht weiter. Das ist der Raum. Das da ist denn jetzt unser Raum. Das ist jetzt mal unser Raum. Und was? Ups. Ach, hier kommen wir. Hier geht's weiter. Ich brauche mal Licht. Oh, hier geht's nach oben. Ihr seht schon, es wird hier riesig. Oh, da ist der nächste Hinweis. Hier auch mal das Licht anmachen. Jetzt lese ich mir den Hinweis. Gestern Nacht haben wir wieder Geräusche gehört. Ich konnte aber wieder nichts finden.
Ja, wir konnten nichts finden. Ich habe euch jetzt ein bisschen das Spiel gezeigt. Es wird halt von Tag zu Tag heftiger, sag ich mal. Bisher, aber das, was ich gespielt habe, war noch nicht so, wo ich gesagt habe, oh Gott, das ist so mega krass. Habt auch gesehen, so die Sachen, die mich angeblich erschreckt haben, haben mich tatsächlich nicht so tangiert. Aber an sich finde ich das Spiel mit der Geschichte, dass wir rausfinden müssen, was mit unserer Frau passiert ist, total gut. Deswegen wollte ich euch das mal vorstellen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ist halt ein etwas ruhigeres Spiel, weil man viel halt wieder die ganzen Türen abklappern muss. Da ich war auch einmal, habe ich die eine Sache übersehen. Es tut mir voll leid. Aber ansonsten finde ich das ganz gut. Ich kann halt bloß nicht, wenn ich jetzt noch weiter. Also, ich kann natürlich immer weiter aufnehmen. Aber ich will auch nicht, dass die Folge zu extrem lang wird, damit ihr mal so ein bisschen mehr Action mitbekommt. Aber ich kann euch versprechen oder versichern, es wird von Nacht zu Nacht schlimmer mit dem Haus hier. Und es hat mir bisher immer sehr viel Spaß gemacht, das zu spielen. Jetzt verabschiede ich euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in einem neuen Projekt. Bis dahin. Ciao, ciao.